Dovetail Games Eurofishing und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Da sehen wir uns nochmal. Dovetail Games. Na komm, gib mir das Eurofishing auch nochmal rein. So sieht's aus. 2015 herausgekommenes Spiel vom ja aus dem Hause Dovetail. Ich weiß gar nicht, heißt die Firma Dovetail Games? Ich bin mir gar nicht sicher jetzt momentan. Ja, Fishing Planet hat ja relativ große Wellen geschlagen. Ein Free-to-Play-Titel. Ich bin selber begeisterter Angler. Ich habe das schon beim anderen Projekt ja mal durchklingen lassen, des Öfteren, glaube ich. Und ja, heute hier eben mit einem anderen Angelspiel, kein Free-to-Play-Titel. Deswegen, ich möchte die beiden Spiele mal gerne gegeneinander aufwiegen. Jetzt muss ich aufpassen. Fishing Planet ist auch gut angekommen. Deswegen werden wir jetzt mal mit dem nächsten Spiel hier wieder ein Angelspiel so nebenbei herlaufen lassen. Wir haben ja auch noch Pro Evolution Soccer und ein weiteres Projekt ist geplant. Also, es wird nicht langweilig. Gut, dann fangen wir an. Ich habe hier schon mal einen Charakter erstellt. Joel, ja, so heiße ich halt eben. Ne? Den nehmen wir mal. Punkte 2600 TP. Ich habe dieses Tutorial einmal gespielt. Das werde ich mit euch nochmal machen, um eben ja, durchgehen zu können hier, wie das überhaupt funktioniert. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht so richtig gepeilt, aber naja, sei es drum. So, neuer Angelplatz, ne, neues Angelplatz-Addon, Le Lac d'Or. Wahrscheinlich wird so geschrieben oder ausgesprochen. Und wir sind Stufe Junior-Angler, also noch ziemlich ein unerfahrener Angler. Und hier haben wir halt verschiedene Modi jetzt. Da werden wir uns mal, früher oder später, werden wir da sowieso mal uns mit auseinandersetzen müssen. Für diese Folge halten wir es erstmal recht einfach. Das Einzige, was ich bis dato sowieso gemacht habe, war hier diese Akademie zu spielen. Das sieht man hier, da habe ich überall einen Stern. Das habe ich schon mal gemacht. Damit ich mich jetzt nicht ganz so doof anstelle, habe ich das schon mal geübt. Wir gehen jetzt in der Folge hier alles einmal durch und dann ab der nächsten Folge fangen wir an, das Spiel hier mal so richtig auf Herz und Lunge und Niere und alles, was man so braucht, zu testen. So, beginnen wir hier mal bei den Grundlagen, würde ich sagen. Das ist ein guter Plan. Und ich muss sagen, dass ich das gespielt habe, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber dann kam was dazwischen und noch was dazwischen und dann waren die Feiertage und ja, ihr wisst ja, wie das so ist. Also alles ziemlich stressig. So, deswegen jetzt nach den Feiertagen. Heute ist der, ich weiß nicht, Willkommen 27. in Ich der glaube Dovetail 28. Games Euro Da Fishing können wir ja Academy. mal Es ist loslegen ein hier. schöner Tag hier Ich am bin Ufer ruhig. des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Okay, ich bin ganz Ohr. Genau, das war's jetzt. Jetzt müssen wir auf Überspringen gehen, sonst kriegen wir einfach eine Flussfahrt. Das können wir uns aber, denke ich, mal sparen. Und ja, dementsprechend los geht's. Das hier sind wir. Warum vertrittst du dir Oh, nicht ja. etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Machen wir doch glatt. Bewegung L, also hier geht's in die verschiedenen Richtungen, so wie überall. Rechter Stick für die Sichtkamera und der linke Stick für die Bewegungen. Zack, zack, das ist alles noch im Rahmen des Möglichen, würde ich sagen. So, Kamera bewegen, ja, das haben wir auch schon rausgefunden, das ist ja alles nichts Gut, Neues. du hast den Dreh raus. Ja. Es wäre sonst ein langer Tag geworden. Na, das wollen wir ja mal nicht. So, Perspektive wechseln. Tatsächlich haben wir ja auch die Möglichkeit, in der Ego- oder in der Third-Person-Perspektive zu Rund um den spielen. See herum Ich muss befinden sich sagen, Angelpfähle, bei Moment. denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Jumbo Zeichen wie diesem 28. hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Ja, lass uns Wenn du das mal einen tun. Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Okay, das haben wir verstanden. Was wollte ich gerade sagen? Genau, die First Person gefällt mir hier nicht so gut. Also da sind wir von Fishing Planet schon sehr verwöhnt. Grafisch ist das hier alles, obwohl das ein Titel ist, der Geld kostet, etwas unter dem Niveau, muss ich sagen. Jetzt halten, Angelfall beanspruchen. So war das. Ja, X, ich halte. Ich halte, ich halte, ich halte.
Geh zum Wegpunkt. Hier ist der Wegpunkt und halte X. Ich halte X. Was soll ich jetzt mehr machen? Hallo? 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 Das hat beim ersten Mal aber besser funktioniert. Hier vielleicht? Muss ich genau draufstehen? Oder muss ich hier vielleicht hin? Hallo, hallo, hallo? Na, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Gut, also jetzt, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelrute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Okay, ja, wie der jetzt schon gesagt hat, Schlamm, Kies, ja, nehmen wir mal Schlamm und Köder, nehmen wir Schließe mal den dein Inventar, hier. Wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Ja, bin zufrieden. Wie der jetzt gerade schon gesagt hat, das hier ist mehr so ein Angel, ein Karpfenangel-Simulator, während wir bei Fishing Planet ja wirklich die breite Masse an Fischen beangeln können. Hier gibt es wohl auch andere Fische, allerdings, ich meine keine Raubfische, sondern Rotaugen, Brassen, ja doch Welse gibt es glaube ich auch, aber ja, wir haben es hier schon auf kapitalere Fische abgesehen, aber halt die Anzahl der vorhandenen Fische, die man fangen kann, die ist wesentlich geringer. So, jetzt bin ich hier zufrieden. Gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Und das ist sobald gar du nicht beim so Wasser einfach. Bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Okay, das kann jetzt hier wirklich ziemlich dämlich aussehen, denn das ist nicht so einfach. Also ich sag euch, das Auswerfen in echt ist da tausendmal leichter. Also Auswerfen beginnen, das ist quasi so wie auch in echt. Jetzt quasi müssen wir den Finger auf die Schnur legen. Das wäre dann quasi L2. Bei gehaltener Schnur musst du nun Bügel die Rute halt nach hinten Logisch. Bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. Ja, auch logisch. Also jetzt ist der Schnurfangbügel offen. Heißt, lasse ich jetzt die Taste los, landet die ganze Katastrophe hier im Wasser. Das demonstriere ich jetzt mal nicht. Glaubt's mir einfach. Jetzt müssen wir natürlich durch eine Hebelbewegung. Zack, jetzt, wenn ich jetzt hinter loslassen dir ist und deine Arme würde. Gestreckt ja, okay. sind, kannst ja, du die Rute okay. nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. Ja, also das wäre jetzt, wenn ich jetzt loslassen würde, quasi... Gut, dann da du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuche es nochmal. Ja, also wir werden uns Mühe geben. Also das ist hier wirklich gar nicht so einfach, denn das Timing muss echt stimmen. Wenn ich jetzt loslasse... Zum Beispiel, nur mal jetzt so als Beispiel, das ist in echt natürlich auch so, aber in echt hat man da irgendwie ein besseres Gefühl für. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt wir holen voll aus und lassen dann irgendwo hier schon los, dann platscht die ganze Montage da unten ins Gras oder mir auf den Kopf. Also das ist alles nicht so toll. Da müssen wir schon schauen, dass wir wirklich hier erst loslassen. Und das ist in so einer schnellen Bewegung, wie ihr jetzt gesehen habt, halt nicht so einfach, da das richtige Timing zu finden. Wenn ich das so langsam mache, klar, aber dann fliegt der Köder dementsprechend auch nicht weit. Also probieren wir es mal. Viel reden bringt nichts. Zack. Wow, und das sah schon mal für das erste Mal gar nicht so schlecht aus. Das sind 30 Yards. Du kannst den Grund durch die Vibrationen der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Das hat auf jeden Fall geklappt. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Ja, ja, schon klar. Also Bodentypen, das ist ganz klar, ne, das ist, kriegt man da angezeigt, Gras oder Steine oder Kies oder Schlamm oder was auch immer. Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur halt einholen und für heute Schluss machen. Montage. So, jetzt holen wir das Ganze ein hier, das machen wir mit L2, das ist auch anders als bei Fishing Planet. So, hier sind wir jetzt zum Beispiel auf Gras gewechselt, wie man gesehen hat. Also super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, okay. wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung.
Ja, das war ja bis jetzt alles gar nicht so schwer, würde ich mal sagen. Das ging noch. Wir beenden das Ganze mal. Also, das hat jetzt beim ersten Mal gut funktioniert. Gewöhnt euch nicht daran. Das kann man später umstellen und das werde ich auch machen, denn das ist echt schon ziemlich schwierig. Also, wenn man da genaue Punkte später kann man ja auch anfüttern und so, und da muss man genaue Punkte mehrfach anwerfen. Puh, das ist schon nicht so leicht. So, machen wir mal direkt die nächste Übung: Fisch am Haken. Möchtest du wissen, wie man einen großen Fisch fängt? Bla bla bla. Ja, das werden wir natürlich auch mal ausprobieren. Hier ist ja gar keine Frage. Während das lädt oder der erzählt, mache ich hier mal eine kurze Trinkpause. Ich will nicht immer dazwischen labern und nach dem Tutorial kommt dann mein erstes Fazit. Ich muss ja auch nicht immer ständig dazwischen labern. Willkommen zurück für eine weitere Übung. Ich weiß, dass du es eilig hast, einen großen Fang zu machen, aber jeder muss irgendwo anfangen. Glaub mir, wenn du am Ufer sitzt und einen Fisch beißt an, dann wirst du mir dafür danken. Schnapp dir deine Angelrute und lass uns beginnen. So, gut, das war eine kurze, kleine, knackige Erklärung. Lauf Ich wie beim denke, letzten Mal wir zu einem sollten Angelpfahl erstmal. und stell Ja. deine Ausrüstung ab. Okay. Ja, das machen wir also. Man wird hier zumindest jemand, der auch noch nie eine Angel in der Hand hatte, kann hier auf jeden Fall folgen. Das ist schon mal ganz gut. Und nun zur Beobachtung der So. Wasseroberfläche. Nimm dir einen Augenblick und untersuche deinen Angelplatz. Wie du Das sehen machen kannst, wir. ist der Rand am anderen Ende des Sees interessant. Überhängende Bäume und etwas Schilf, der perfekte Ort für Karpfen. Fast jeder kann eine Rute auswerfen und ab und zu einen Fisch fangen. Es erfordert aber weit mehr Können, um durchgehend große Fische zu fangen. Hier kommt die Wasserbeobachtung ins Spiel. Ein Element der Wasserbeobachtung ist die Suche nach visuellen Hinweisen. Halte Ausschau nach Geplätscher, Sichtungen und kleinen Bläschen an der Wasseroberfläche. All dies weist Ha, auf da ist Fische jemand hin. gesprungen. Dieser Bereich muss Ha, also auch dein Ziel sein. okay, Karpfen springen zwar für gewöhnlich nicht übers Wasser, aber na gut, lassen wir das mal Dort da scheinen jede Menge hingestellt. Algen zu sein. Das macht uns das Leben So, ja. schwerer. Algen sind des Fisches Traum und des Anglers Albtraum. Wenn du einen Bodenköder benutzt und ihn in die Algen auswirfst, dann ist der Köder versteckt und wird leicht von den Fischen übersehen. Außerdem könnte sich deine Schnur verheddern und dem Fisch dabei helfen, zu entkommen. Wenn du also über ein Algenbett fischst, dann versuch es mit einem schwimmenden Köder. Eine Chodrick-Montage wäre hier angebracht. Keine Sorge, wenn du keine hast. Du kannst erstmal meine benutzen, aber ich möchte sie am Ende der Übung zurückhaben. Gut, also der hat ausgeredet. Shot-Rig-Montage brauchen wir. Das hier fängt es jetzt schon an, dass wir die zum Beispiel gar nicht haben, diese Shot-Rig-Montage. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht. Köder, nehmen wir mal den. Ich glaube, der hat uns jetzt einfach die Montage gegeben, die wir brauchen, oder? Ist der jetzt. Ne, der scheint noch nicht zufrieden mit uns. Ja, aber ich habe keine. Was soll ich machen? Hier ist auch keine drin. Braided Hair Rig, Schiff Wenn du Rig. bereit bist, wirf zu den Algen am anderen Ufer aus. Mach dir nichts daraus, wenn du die Stelle nicht beim ersten Versuch triffst. Hol die Schnur einfach wieder ein. Pass Tja. aber auf, dass das nicht zu oft passiert, denn es könnte die Fische Tja. verscheuchen. Tja, tja, tja. Schlamm, Kies, also hier steht nichts von dem, aber gut, dann nehmen wir mal irgendwas jetzt hier. Was soll ich machen? Der hat uns unsere die Montage nicht gegeben. Na gut, können wir jetzt auch nichts dran ändern. Da ist ein Algenbett, also das sollte da erstmal unser Ziel werden. Und jetzt wird es halt schon kompliziert. Jetzt müssen wir halt versuchen, relativ genau dahin zu kommen. Die Richtung ist ja kein Problem, die kann man ja hiermit einstellen, das geht schon, aber da jetzt an die Ziel. Markierung zu kommen, ich weiß ja nicht. Schon unabhängig davon, dass das hier ein unmöglicher Wurf wäre, weil das wird sowas von in den Bäumen landen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber naja, probieren wir es mal. Ja, was ist denn los? Also, das läuft ja richtig. Alter Schwede, bis ans Erfolg! andere Ich Ufer. werde jetzt etwas fachsprachlich sein. Höre also gut zu. Hammer. Deine Schnur ist an einer Ich Rolle bin an deiner positiv Rute überrascht. befestigt. Alle Rollen sind mit einem einstellbaren Bremssystem versehen. Mit diesem Bremssystem kann eingestellt werden, wie viel Widerstand dem Fisch beim Ziehen an der Schnur entgegengesetzt wird. Wenn du die niedrigste Einstellung wählst, dann wird der Fisch problemlos die gesamte Schnur herausziehen und sich weiter entfernen. Wenn du allerdings die höchste Einstellung des Bremssystems wählst, dann wird der Fisch überhaupt keine Schnur aus der Rolle ziehen können. Sie ist gesperrt und der Fisch kann nirgendwo hin. Lass uns das ausprobieren. Gut, Stell das ja, lass. Bremssystem der Rolle auf 90% ein. Okay, lass uns das ausprobieren. Also auch da ganz einfach, ja, das ist gar nicht so fachsprachlich. Das funktioniert an einer gewöhnlichen Angel oder an einer Real-Life-Angel genauso einfach wie hier. Man hat da ein kleines Rädchen, meistens am hinteren Ende der Rolle oder eben am Kopf der Rolle. Und da kann man einstellen, wie einfach Schnur von der Rolle gelassen werden soll.
Ja, also keine Hexerei, auch das hält sich hier relativ realitätsnah, dass man sowas aber einbauen muss, Gut, ist ja wenn du klar. einen Fisch an So, der wir Angel sind bei hättest, dann 89, hätte er nicht es bei schwer, die 90, Schnur aber aus der Rolle sei zu drum. ziehen. Vergiss aber nicht, dass eine so hohe Einstellung auch die Spannung der Schnur erhöht, was dazu führen könnte, dass du den Fisch verlierst. Ja, du hast ja To gesagt, ich monitor soll your 90 tension, take a haben. look at your drag Oh, system. jetzt wird's Englisch. When you Jetzt have wird a fish Englisch. on, you'll be able to see how much tension there is on the line Okay, by wie groß die checking the Spannung der Schnur tension ist, indem du die gauge. Spannungsanzeige Blue shows kontrollierst. you when Blau the tension is bedeutet, low dass and red die shows you when the Spannung tension is niedrig high. ist, rot, The dass sie two hoch ist. Die indicators beiden at each Markierungen end an are there jedem to Ende show you dienen when you're in dazu, dir real zu danger zeigen, of losing the wann du fish. Gefahr läufst, den You Fisch zu don't verlieren. want Von to be diesen in Bereichen here, solltest so du dich adjust your fernhalten. tensions Passt die accordingly to get Spannung out also of the entsprechend danger an, zone. um aus der Gefahrenzone zu kommen. With that in mind, let's Stell die lower your Bremse drag to also so something a ein, dass little sie den easier on Fisch the nicht fish. ganz so Something hart like dran nimmt. 30%. 30%, wenn die Bremse When the zu drag is set niedrig this eingestellt low, ist, the setzt fish sie will be dem Fisch allowed to nur take the wenig line with a Widerstand little bit entgegen. of Er sollte aber resistance, nicht but it fliehen shouldn't be können. enough to lose Das the fish. Problem bei einer zu The niedrig trade-off eingestellten with setting Bremse the ist, dass drag der too Fisch die low Schnur is that the einfach fish can ziehen und easily dann einen take the Ort line and schwimmen head for kann, things that could snag it. an You dem sie sich really want to verhaken keep the könnte. Du fish musst away from aufpassen, dass der reeds on Fisch the sich bank nicht and weed beds. ins Schilf If the am fish Ufer makes oder it in to those Algenbetten spots, then begibt. it might Wenn der well Fisch be game dorthin over. gelangt, dann kannst du genauso gut aufgeben. Okay, das war jetzt irgendwie ein Übersetzungsfehler. Da muss ich jetzt schon sagen, das ist schon ein bisschen, das ist beim ersten Mal, glaube ich, nicht passiert. Ich weiß es nicht, aber ich meine nicht. Also das dürfte für ein Spiel, was, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 20 Euro oder so, das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber na gut, lassen wir das jetzt mal. Es geht ja hier erstmal um den Spaß und nicht um die Übersetzung. Die deutsche Übersetzung stand ja unten drunter, deswegen ist das in Ordnung. So, stellen wir mal auf Now, if you're 30. lucky enough to have a fish on and you're reading it Nun, wenn in, das my Glück dir advice is to holt keep ist, an ein eye on the Fisch fish's speist an und du movements and holst die what's Spannung around stets them. im Auge und Constantly check the achte tension darauf, to make dass sure sie you have enough to reel in the fish, hoch genug but ist, not um den too Fisch much that it einzuholen, aber escapes. nicht so hoch, dass er Think entkommen you're könnte. ready to take Denkst on du, a dass du fish? bereit bist, einen Fisch zu fangen? Ja, wir sind bereit. You've got Okay. a bite. So. Time to Okay, see if dabei you've ist been etwas an. paying Mal sehen, ob attention. du aufgepasst hast. Start off Fang by damit an, reeling die in Schnur to tighten the einzuholen. Okay, line das and werden help wir mal set the machen. hook. Ah, okay, But und da ist keep die an eye on the Schnurspannung. tension. Ja, If you gut. lose this fish, you'll owe me a new chod rig. Now stop reeling Okay. for a second. You don't want to add too much tension to the line. Okay. Ja, das You sehen wir pull the hier. fish in by Okay, literally pulling also the rod da back kommt dann and die then reeling Schnur. in the slack Ah, line. okay, Route nach Try hinten it. ziehen. Pull the rod back over your head. Ah, alles klar. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Okay, habe ich verstanden. Jetzt ist wenig Spannung, da ist wieder viel Spannung. Okay, das können wir dann halt auch mit der Route irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Now move the Alles rod klar. forward and reel Schlaff in the sollte slack sie line. nicht sein, das ist auch klar. So schön Careful now. dahinter. When there's too Aha. little tension on Oh, the line, da there's a wollen wir. chance of the fish Oh, oh. escaping by Aber throwing da the wollen wir hook. den nicht But when there's haben. too Okay. much tension, well, you can pretty So. much guess what's gonna happen. Gut. New chod rig for me. Lass Ja, uns diesen Fisch in neues Ufernähe bringen, damit wir ihn mit einem Kescher einfangen können. Ja, Du kannst das die ist der Rute Plan, seitlich Kollege. bewegen, wenn du den Das ist Fisch der in eine Plan. bestimmte Richtung dirigieren Ja, möchtest. hier zu mir So bitte. kannst du Fische von Ah, okay, Algenbecken der Fisch ist wegziehen müde. und Sollen ihn. wir das jetzt sagen? Ah, der Fisch ist müde, aber die Spannung ist hoch. Warum ist die Spannung so hoch? Hilfe! Die Spannung ist viel zu hoch. Hilfe! Aber ich kann die Spannung nicht wegkriegen, okay? Ja, Sehr jetzt ist schön. Du bist fast so weit, den Fisch mit dem Kescher einzufangen. Oh Mann. Hol ihn nur noch ein wenig Komisches näher Tutorial heran. hier. Vergiss nicht, die Rute nach hinten zu ziehen und die schlaff durchhängende Schnur einzuholen, um. Los geht's, jetzt kommt das entscheidende Spiel. Also nicht Es ist besonders an der Zeit, den tierfreundlich Fisch hier, den mit dem so lange da Kescher hängen zu zu fangen. lassen. Ja, Heb komm, erst einmal den Kescher auf. Also, da müssen wir aber noch dran arbeiten, Sieh ihn liebe dir Dubtail an. Games. So geht's Du hast nicht. einen schönen Karpfen gefangen. Na Das hat gut. dir ein paar Erfahrungspunkte und Angelpunkte eingebracht. Lass uns den Fisch freilassen. Danach können wir Feierabend machen. Ja. Ja, ja, ja. Also, das ist jetzt so eine Sache, ne? Also, ein schöner Fisch, ja. Ja, gut, also. Ne? Lassen wir das mal dahingestellt. Es ist ein Fisch. So viel sagen wir mal dazu. Den lassen Und wir das war's auch natürlich schon. zurück. In dieser Übung haben wir Und gesehen, wie ja. ein Fisch eingeholt wird, wie mit der Spannung umzugehen ist und du konntest sogar einen schönen Karpfen fangen. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ja, ich freue mich auch. Also alles gut, alles gut. Also meine lieben Freunde. Ja, wir haben einen Fisch gefangen. Das ist schon mal alles, was zählt für den Anfang. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ja, gut, hätten die uns da jetzt direkt einen 20 Kilo Karpfen dran gehangen, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden.
Ich muss sagen, ich finde das Tutorial ein bisschen schwierig gemacht so. Also das, ein paar Feinabstimmungen sind da noch nicht so toll in dem Spiel. Aber na gut, wir wollen jetzt nicht mal vorschnell urteilen. Ich glaube allerdings, dass wir diese Akademie nicht ganz durchkriegen werden in dieser ersten Folge. Dann wird es vielleicht ein bisschen zu lang. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier einen kurzen Schnitt und teilen das dann in zwei Folgen auf. Oder machen wir vielleicht noch eine? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zwei Pirschen. Dann hätten wir drei, dann haben wir beim nächsten Mal, naja, beim nächsten Mal, das waren jetzt halt die einfachen Sachen. Ich glaube, wir machen hier den Schnitt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Let's Play Eurofishing. Dankeschön, ciao.